Kaisersand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. Kaisersand und die Erinnerung, wie es früher einmal war. So, heute sind wir auf dem Parkplatz Eselstritt. Rundwanderweg Nummer 12 wollen wir heute machen. Stocksberg, Lohmühle, Stangenbach, Kreuthof, Joachimsthal, Schweizertal und wieder zurück nach Stocksberg. Das Auto steht auf dem Eselstritt-Parkplatz und wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Ist das okay für dich, Steffi? Ja, und wenn wir es geschafft haben, sind es 12 Kilometer. Streusalz dabei, Steffi? Nee, habe ich vergessen. Wir müssen noch bei der Bank, die wo jetzt dann demnächst kommt, links rein. Okay. Oben ist das Jägerhaus in Stocksberg mit dem Sendemasten. Ich glaube, der SWR hat hier auch ein Relais. Ansonsten Mobilfunkanbieter. Liegt heute Morgen sehr pittoresk da. Steffi, bei der Bank links. Die Wegmarkierung ein bisschen versteckt, meinte, ja, hier geht der 13er ab, der 13er Wanderweg und wir müssen hier rein. Großmutter, warum hast du denn so eine große Nase? Damit ich den Wanderweg 13 besser sehen kann. Ich sehe mit der Nase. Das ist ein bisschen spooky heute Morgen, Steffi. Ja. Alles noch so dunkel. Angenehme 12 Grad an diesem 9. September 2018. Kamerafrau läuft schon mit dem Vlies rum, gell Steffi? Jawohl. Hier ist zu kalt schon, gell? 9. September herrlich und die Mücken sind nicht im Wald, schlafen noch. Und wir gehen jetzt weiter zu unserem Ziel. Geht es euch auch so, dass man die Orientierung immer ganz verliert, wenn man sich keinen Plan vorher gemacht hat? Hier ist jetzt der Rundwanderweg der Gemeinde Löwenstein. Vorne haben wir es von der Stadt Beilstein in Heilbronn gehabt. Wir sind jetzt hier so ein bisschen im Grenzgebiet der Kreise, Heilbronn-Remsmoor-Kreis. Und wir müssen jetzt hier weiter. Naturfreundehaus Steinknickle. Ah, und das ja. Rundwanderweg 12, das ist von der Stadt Beilstein, Kreis Heilbronn. Aber ich habe letztes Jahr die Tour ungefilmt hier schon mal gemacht mit der Steffi. Wir wissen noch ungefähr, wo wir lang müssen. Steffi, wo müssen wir denn lang? Immer der Nase nach. Oh, guck mal. Oh je, Lustheim-Waldweg, Neuhütte. Lustheim-Waldweg, Neuhütte.
Ah, ja. Eine schöne alte Schwarzbirke. So. Zeigt Maps mir an, Steffi. Komm mit dem Scheiß nicht klar. Also müssen wir jetzt hier lang. Hier lang. Oder hier lang. Oder hier lang. Ganz toll hinter der Kamera. Aua. So. Well done. Prima. So. Kleines bisschen Salz, Steffi. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Das ist links, Steffi. Wo ist jetzt links? Ist richtig. Du, Steffi, links auf 11 Uhr, da ist der, die Landmarke. Du hast geschafft, Steffi. So, Freunde, genau an der Stelle, die ich heute Morgen oder die wir heute Morgen durchlaufen sind, so um 8, halb 9. Jetzt haben wir 2:30 nachmittags, wird jetzt hier so die Abschlusssequenz. Das waren jetzt so insgesamt nach Stangenbach und Retour durch verschiedene Wälder, die alle gleich ausgesehen haben. Kleine Rast auf dem Schafshirtenplatz in Hillesberg und
Ja, und jetzt wieder zurück Richtung Stocksberg. Also so im Ganzen waren es 15 Kilometer. Bedanke mich noch bei der Steffi, dass sie so treu durchgehalten hat. Bitte schön. Obwohl gerade ein ein Kollaps. Kleines Hüftleiden hat. Ja. Bedanke mich recht herzlich. Steffi wird noch, während ich jetzt mich von der Kamera verabschiede, mich noch von hinten filmen, indem ich jetzt noch hier den Berg hochhechle. Das war's dann. Und dann kommt ein sanftes Aufblenden. Wir wünschen gute Unterhaltung bei dem, wann auch immer, in YouTube erscheinenden Film über diesen kleinen Ausflug nach Stangenbach im Rems-Murr-Kreis. Kleiner Weiler dort. Ist nicht Rems-Murr-Kreis? Heilbronner Land. Nein, Stangenbach ist Rems-Murr-Kreis. Ist das Rems-Murr-Kreis? Ja, also Steffi, einfach die halten. Okay. Okay. Bye, bye. Okay, schwenkst du mir noch nach? Ich schwenke dir nach. Na, voll die Sonne, ne? Ja. Geil. Und da sind wir wieder. Da sind wir Gott sei Dank wieder.